Hallo Freunde, herzlich willkommen hier zu ProFarmer 2017, die Landwirtschaft 2017. Wir haben hier das Spiel von UEG, was alle meine Kollegen auf YouTube schon lange, lange gespielt haben. Ich bin da ein bisschen Spätzünder. Ich habe mir gedacht, ich nütze mal die Sommerpause aus und wir starten mal rein in ein Tutorial. Schauen wir mal, was uns erwartet. Ich bin gespannt. Ich habe natürlich ein bisschen in die Videos von diversen anderen YouTubern reingeschaut und möchte aber jetzt gerne ein bisschen selber hier Hand anlegen, Tiere züchten und gucken, was hier so möglich ist. Da bin ich schon ein bisschen gespannt drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir befinden uns in die Landwirtschaft 2017. Diese Anleitung erklärt dir Schritt für Schritt, wie du dich im Spiel zurechtfindest. Du kannst das Tutorial jederzeit unterbrechen, indem du mit der Escape-Taste das Pausenmenü öffnest. Die Steuerung wird dir immer oben links angezeigt. Okay. Oh, wir haben einiges an Kohle. Nicht schlecht. Umsehen mit der Maus. Ja, ja. Oh, Alpen. Das ist schon mal sehr gut im Hintergrund. Ja, die Geschichten, wie gehen und so weiter, das ist eigentlich selbsterklärend natürlich. Wir haben hier auf den ersten Blick eine sehr schön österreichische Map. Aber gut, gehen wir hier mal her. Und wir wollen natürlich jetzt in unser Fahrzeug einsteigen. Da können wir hierher gehen und, oh, was ist das? Vistra N135, einsteigen mit E. So, dann haben wir WASD, Bremsen mit der Space, Kamera mit der C und oder mit der Maus. Oben links gibt es weitere Möglichkeiten. Weitere Möglichkeiten, wie zum Beispiel mit der Taste L die Lichter einzuschalten. Okay. So, fahren wir hier mal runter. Und hier mal her zum Tanken. Okay. Gefährlich niedrig, alle Fahrzeuge verbrauchen Diesel und müssen regelmäßig an Tankstellen aufgetankt werden. Danke den Traktor bitte ganz voll, bevor es weitergeht. Machen wir gerne. Und zwar folgendes. Mit der Taste E. Ah, da müssen wir draufbleiben, okay. Preis pro Liter ans 34. Ja. War schon mal billiger, ne? Gerät ankoppeln. Gleich neben dem Traktor befindet sich der Geräteschuppen. Versuche den Traktor dort so zu positionieren mit der Heckpflug. Okay. Machen wir hier mal. Das Licht ist ziemlich geil am Boden, muss ich gestehen. Das gefällt mir ganz gut. Grafisch das Ganze von Viz Games gemacht, die ja schon bei Obscuritas die Lichter gezeigt haben. So, ankuppeln hinten mit der Taste H, perfekt. So, dann wird uns die Übersichtskarte vorgestellt. Ja, folgen wir mal der Markierung, das macht es uns eigentlich einmal erleichtern. So, Kamera haben wir hinten, ja, haben wir Innenkamera. Und wieder außen, die freie Kamera. Ist die nicht frei? Nein, die ist nicht frei, die ist fix, okay. Okay, da können wir das fixieren, passt da. Und wir müssen rüber, ich glaube es geht jetzt einmal los hier mit, oh oh oh. Okay, es gibt 20 Felder im Spiel. Okay, und ich kann natürlich nur meine hier bearbeiten, ist ganz eine klare Sache. Das heißt, wir müssen das erstmal kaufen. Die Frage, die ich habe, natürlich ist das die Frage, die ich habe. Wo kaufe ich das Feld? Ah! Okay. Oh, Schnäppchen. 6.250 Euro möchte ich kaufen. Kaufen wir. Und schon schaut es wesentlich, wesentlich besser aus. So, jetzt bin ich Besitzer eines ersten eigenen Feldes. Um mit dem Flug den Boden bearbeiten zu können, musst du ihn zuerst öffnen und die Hydraulik senden. Na, dann machen wir das einmal mit der Taste O. Ja. Und mit der Taste N. So, stopp, 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 stopp. Taste N, okay. Das ist das, was mir eigentlich schon aufgefallen ist bei meinen Kollegen eben, dass man hier mit, weiß Gott, wie einer brachialen Geschwindigkeit hier dementsprechend hier die Felder bearbeitet. Das ist ein bisschen, ja, gewöhnungsbedürftig, aber generell schauen die Partikeleffekte ganz geil aus. Kann man sich eigentlich nicht beschweren, das schaut wirklich ganz geil aus. Was mir auch noch ganz gut gefällt, ist die Tatsache hier, diese Infoanzeige, Freunde, die wir da haben. Gepflügt 31%, Pflanzenart ist noch nicht angegeben, Größe ist 0,13 Hektar, Feuchtigkeit 75%, Nährstoffgehalt 100%, Insektenbefall nein und Pilzbefall. Das finde ich schon mal ziemlich, ziemlich geil. So, hat natürlich, muss man ganz offen und ehrlich gestehen, so ein bisschen verwirrenden Namen, die Landwirtschaft
klingt natürlich auf den ersten Blick wie Landwirtschaftssimulator. Ich meine, ja, nicht wirklich, aber wenn du schnell hinschaust, hättest du schon glauben können, das wäre schon. Deswegen werde ich meine Titel als Professional oder Pro-Farmer 2017 ausgeben, weil ich da nicht möchte, dass da ja, fälschlicherweise gedacht wird, ich hätte da schon die Möglichkeit gehabt, den LS17 anzuspielen. Das wird nämlich nicht möglich sein. Egal für wen. So, ja, wir versuchen hier möglichst akkurat und möglichst zügig hier zu arbeiten. Ich meine, das gelingt manchmal besser, manchmal weniger gut. Mittlerweile geht es aber trotzdem recht easy von der Hand. Oh, das war jetzt Käse. Das war jetzt nicht gut. Ach Mist, echt. Aber wenigstens muss man hier nicht mit 5 km/h pflügen. Ist das zumindest schon mal ein bisschen, geht zumindest schon mal ein bisschen schneller. Ich möchte trotzdem das Tutorial spielen. Vielleicht gibt es noch irgendwas, was ich nicht weiß oder was, auf was ich nicht denke und so. Und das möchte ich mir auch nicht entgehen lassen. Wir werden hier in der Außenperspektive spielen. Ich finde die Außenperspektive hier am besten. Innenperspektive ist jetzt, ja, nicht so prickelnd. Vor allen Dingen hat man in der Innenperspektive keinen Sound. Das finde ich ein bisschen schade, muss ich ehrlicherweise gestehen. Also das ist das, was mich am meisten irritiert. Wir werden es genauso machen, wie ich es eigentlich immer mache. Ich versuche mit möglichst, oder was heißt mit möglichst, ich gehe neutral an das Spiel ran und wir schauen uns das Stück für Stück an. Ich weiß, dass der liebe André hier an der Grafik oder die Grafik oder Entwickler war. Publisher ist UEG. Und ich finde das ganz geil, weil ich den André schon länger kenne von YouTube her und ich mit Obscuritas, wenn ich nicht so feig und so blöd gewesen wäre für das Spiel, hätte das sogar weiter gespielt, aber es bringt nichts. Oh, haben wir hier schon, ich habe hier Insekten gerade gehört. Das Problem ist halt, wenn du für die Rätseln so blöd und für das Gameplay zu feig bist, dann wirst du in Obscuritas ziemlich schnell an deine Grenzen stoßen. Und das möchte man nicht unbedingt antun. Was natürlich geil ist, sind wie gesagt schon die Lichteffekte. Also das kann man schon sagen, da hat er schon über die Jahre hin mit seinen Horrorspielen Taschenlampen genutzt. Und das war natürlich dann vorteilhaft. So, grubbern, wir müssen grubbern. Okay, das heißt, wir fahren zurück. Wir haben hier, okay, wir könnten hier noch fertig, bringt aber jetzt nicht wirklich viel. Das heißt, wir fahren mal fix zurück zum Geräteschuppen. Das ist ja wirklich gleich um die Ecke. Und holen uns unseren Gruber. Dann machen wir das einmal. Interessant wird es dann, wenn wir hier die Tiere machen. Also auf das ist mein persönliches Highlight. Ich finde den Hof extrem geil. Also der Hof ist sehr offen. Finde ich schon mal sehr stylisch. Wir fahren jetzt hier mal her. Sollten das Gerät vielleicht noch schließen. Es wird auch Sinn machen unter Umständen. Schieben da mal hinten her. Und werden das Ganze dann abkuppeln. Aber vorher darf man senken, oder? Nein, tun wir nicht. Wieso darf ich nicht senken? Schauen wir mal. Irgendwas mache ich gerade wieder falsch. Ah ja. In der Schupfer geht's nicht. Okay, warum nicht? Ist natürlich ein bisschen komisch. Der Auspuffqualm ist auch sehr, sehr cool. Also da kann man sich auch nicht beschweren. Das schaut auch sehr gut aus. So, schauen wir hier mal. Ja, das funktioniert besser. Zum tiefen Auflockern und Krümeln der Erde sowie der Unkrautbekämpfung. Die Arbeitsweise ist fast genauso wie beim Pflügen. Auf geht's. Ja, das ist mir schon vertraut. Das passt schon mal. Das heißt, das kennen wir schon. Das machen wir aber trotzdem. Weil ich das, wie gesagt, ich möchte nichts versäumen. Ich möchte hier nicht, dass hier Unkraut wächst und gedeiht, wie blöd. Und ich möchte nicht, dass Insekten oder Pilze hier mein erstes eigenes Feld befallen. Das wäre genau das, was ich nicht möchte. Und deswegen werden wir uns einmal hier umgucken und schauen wir mal, wie das Ganze hier so. O schließen, ich weiß zwar nicht. Schauen wir mal. Aha. Okay, cool. So, dann machen wir das eben mal ganz fix. Sollte jetzt hier nicht ewig dauern. Ich weiß auch nicht, ob wir hier unbedingt das Gerät heben müssen. Oder ob wir gleich so weiterfahren können. Ich probiere es einfach mal.
Probieren geht über Studieren. Das werden wir jetzt einfach mal ganz kackendreist probieren. Wir werden jetzt einfach mal hier... Ja, da passiert nichts. Okay. Außer, dass das Feld einmal gleich eine andere Bodentextur kriegt. Boah. Da mit einem 9 Meter grüber drüber gehen und du bist gleich fertig, ne? Boah, es geht aber schnell. Wir sind hier schon fast bei 45%. So, fast 50%. Ich muss ein bisschen entschuldigen. Ich habe echt wieder das Glück gehabt, dass ich mich ein bisschen erkälte. Also meine Nase ist gerade irgendwie zu, vielleicht hört man es sogar. Ich bin gerade heftig dabei, Luft zu bekommen. Aber das kann ich im Part nicht machen, was ich eigentlich machen wollte. Ich wollte mich schneuzen, aber das möchte euch ganz gerne ersparen. Echtes Glück, 2 Tage vor meinem Geburtstag krank zu werden. Am Wochenende sind wir eingeladen zu meinen Eltern, zum Essen und zum Feiern. Und da habe ich echt das Glück, dass ich da nochmal krank werde. Ich habe echt. Also das ist wirklich unmenschlich. Also normalerweise habe ich mehr Glück im Leben als ich Pech, aber das ist echt nicht fair. Weil so gefreut, wie wir haben, und wenn du krank bist, Halsweh ein bisschen hast und so, also erkältet bist, dann ist es natürlich so, dass Essen wie Pappteller schmecken, also gar nichts. Und das ist dann extremst schade, weil meine Mutter kocht extremst geil, wie fast alle Mütter, und das ist, oh, ihr könnt heulen hier, das ist so unfair, wirklich. So, wo fahren wir gerade um? Die Bremsen könnten ein bisschen besser sein, er braucht recht ewig, bis er hier bremst, aber gut, wir wollen einmal nicht so anspruchsvoll sein. Wir haben hier nochmal 4% zu grubbern und das werden wir hier gleich fertig haben, jawoll. So, das heißt, zurück zum Bauernhof und das Güllefass schnappen wir uns einmal. Zu dem Zweck werden wir das Ganze mal aufklappen. Also heben und das Ganze zuklappen, so wollte ich machen. Und wird's, wie spät leben wir denn? Ich habe da blöderweise meine Aufnahmeanzeige laufen. Das heißt, ich sehe Montag, der 1. März, aber sehe ich die Uhrzeit nicht. Könnte 14 Uhr sein. Schwierig zu sehen, muss ich ehrlicherweise gestehen. Aber performanztechnisch funktioniert es perfekt. Da gibt es gar nichts. Patch 1.0.1 ist das Ganze. Also da könnte man sich überhaupt nicht beschweren. Es ist ja so, wird schon finsterer oder ist es noch gar nicht hell oder bleibt es so? Es wirkt so, als würde es gleich zum Regnen beginnen. Es wirkt wie ein ganz normaler Juni 2016, als würde es gleich zu regnen beginnen. So, Güllefass. Oh, Güllefass, Wasserfass, Drescher und eine Sämaschine. Nice. Ah, hier noch. Trailer, geil. Mhm. No. Boah, sag ja. Bremsen könnten ein Ticken besser sein, ein bisschen feinfühliger sein, das wäre ganz geil. So, Güllesilo. Güllesilo, Schweine und Rinder produziert und am Attestock gelagert. Okay, das heißt, da ist die Entnahmestelle von der Gülle. Zunhammer, Gülletechnik, jawoll. Perfekt, und Wasser ist gleich hier beim Brunnen, vermute ich ganz schnell. So, Anhänger befüllen. Da plätschert nicht gerade der rauschende Bach, sondern die frische Gülle. Okay. Dann fahren wir hier mal los. Wir müssen da natürlich dementsprechend hier das Ganze starten mit der Taste O. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was wir hier für Arbeitsbreite haben. Ich gehe mal aus davor, dass das passt. Ich würde hier gerne rauszoomen. Ja. Stopp. Okay. Das plätschert ja lieb raus. Aber da brauchen wir ein bisschen länger auf jeden Fall. Naja, macht ja nichts. Wir haben ja Zeit. Das ist ja nicht so schlimm, wenn man hier... Oh, geil, wie es dampft. Ist das hier beabsichtigt? Das finde ich mal extremst geil. Wie das dampft. Oh, das ist schon sehr cool. Also das gefällt mir sehr, sehr gut. Und die Gülle frisch aus dem Gülle-Silo hier am Feld nur ein bisschen dampft. Das ist schon extremst lässig. Der Verbrauch ist auch sehr gering, finde ich.
kann man sich auch nicht beschweren. So, wir sind auch hier gleich fertig. Die Kamera macht noch manchmal, was sie möchte, aber generell finde ich das schon mit dem Dampfen sehr geil. Also, ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist oder ob das Staubpartikel oder so sein sollen, da habe ich keine Ahnung. Interpretiere das einfach als Dampf, ob das Dampf ist oder nicht. Vor allem, das werden wir nie klären. Es bleibt ein Geheimnis. So, und wir sind auch hier gleich wieder fertig. Jawohl. So, wir müssen erstmal ausschalten hier. So, zurück am Bauernhof. Und dementsprechend geht's jetzt ans Sehen. Und das machen wir erst im nächsten Part, Freunde. Wir sehen uns wieder. Bis zum nächsten Mal bei ProFarmer 2017. Tschüss.